Ein wunderschön und ein Hallo an alle. Ja, heute mal wieder und immer wieder neu die PS5. Ja, ist schon erstaunlich, was man immer so liest. Denn einige Leute geben ja immer wieder fleißig Sony die Schuld, dass da die Verfügbarkeit etwas leidet. Ja, Sony kann man die Schuld wohl geben dafür, wie das Ganze verkauft wird. Denn da gibt Sony oder hat Sony schließlich Anweisungen gegeben, wie zu verkaufen ist. Dass die Verkäufer das mitmachen, also ja, was soll man da sagen, ne? Wenn ich keine Ware kriege, weil ich das nicht so mache, wie der Hersteller das will, dann ist das natürlich schwierig. Jedenfalls bei der Sache kann man dann Sony schon die Schuld geben dafür, weil sie eben solche seltsamen Anwandlungen haben und diese Anweisung geben. Denn besser wäre es ja, wenn man beispielsweise, man hat ein Prime-Konto bei Amazon und ich bestelle die einfach vor. So, und wenn sie kommt, dann kommt sie. Na, warum ist das nicht möglich? Diese Frage wird sehr häufig gestellt. Es leuchtet auch niemanden ein, warum das so lotteriemäßig abläuft. Aber jetzt mal zu dem Punkt, warum wir eigentlich Probleme haben bei der Auslieferung, wenn man so will, beziehungsweise überhaupt bei der Bereitstellung der PS5. Da gucken wir uns jetzt mal die Charts an vom Güterverkehr. Und da sehen wir hier zum Beispiel den Output von den Häfen. Und da sehen wir hier ganz deutlich im Februar 20 eine extreme Delle. Ergo, es hat kaum noch Output stattgefunden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, ist doch gar kein Problem, alles raus. Der Markt, der ist nun mal nicht einfach so, ich baue mal eben ein Schiff, das dauert ja alles Zeit. Ne? So, und wenn keine Schiffe mehr fahren, die müssen ja auch wieder fit gemacht werden. Also bis es anläuft, Stopp zu machen, ist immer ganz einfach. Bis es anläuft, dauert es eine Weile. Ja, und man sieht auch hier dann, wie die Kurve rasant wieder nach oben geht. Ne? Sie übersteigt so gesagt das, was vor der Pandemie eigentlich schon lief. Ne? So, und jedenfalls dieser Einbruch, der brachte dann das Fass zum Überlaufen. Eben die Container stauen sich in Asien in den Häfen und können da nicht weggebracht werden. Und das Problem ist, klar, wenn ich irgendwo einen Stau habe, dann beziehungsweise ein zu viel Material, dann habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten, wie ich das Ganze auflösen kann, indem ich einfach mehr Schiffe zur Verfügung stelle. Das Problem ist nur, mehr Schiffe erstmal haben. Na, so, und deswegen sieht man dann auch die explosionsartige Kurve hier bei dem World Container Index. Sind eben die Kosten, die so etwas mit sich bringt. Und man sieht, es ist förmlich explodiert. Ne? Es ist also um den Faktor 100 eben mal gestiegen. So, und noch ist die Kurve nicht am Abflachen. Sie steigt weiter. Das Problem ist, alle wollen natürlich ihre Waren so schnell wie möglich verschifft haben. So, und jetzt kommt natürlich der nächste Brinks. Das Dings bei Brinks. Heute Nacht ist im Suezkanal ein Schiff auf Grund gelaufen und blockiert zurzeit den Suezkanal. Klar, alles, was nach Europa kommt, hat zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt per Schiff, da hat es dann zwei Routen, entweder Kap Hoorn, aber das dauert ewig, ne? Oder eben durch den Suezkanal. Suezkanal ist also die schnellste und kürzeste Verbindung und logisch, Zeit ist Geld. Ne? Und da haben wir dann wieder die Verknappung. Und jetzt passierte nämlich Folgendes heute Nacht. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
has been some interesting developments in the Suez Canal in the last few hours. Can you tell us a bit more? Sure. So interesting and very odd. So this huge cargo ship has been stuck there for hours, and there's been no luck dislodging it so far, and they have been trying very hard. So this has caused a massive traffic jam on a major shipping route, so no ships are able to get through in either direction. So the Suez Canal passes through Egypt. There's a very narrow passageway, links the Red Sea and the Mediterranean Sea, and it's the quickest way to ship goods like oil between... Ja, und das ist jetzt eben das Problem. Das Schiff steht quer im Suezkanal. Eigentlich kommen sich da die Schiffe sogar entgegen. Und das steht quer. Also es geht nichts raus, es geht nichts rein. Und man arbeitet fieberhafter daran, den Suezkanal wieder flott zu kriegen. Und ja, also wenn man sich im Moment die Bilder anguckt, die aktuell sein sollen, dann stellt man dummerweise fest, es ist noch nicht weiter fortgeschritten. Also es hat sich noch keine Verbesserung eingestellt. Man arbeitet fieberhaft dran, den Suezkanal wieder flott zu kriegen. Und ich gehe mal davon aus, dass das also wirklich mehrere Tage in Anspruch nimmt. Ne? Also da kann man einfach von ausgehen. Da muss man von ausgehen. Ja, das ist natürlich, das macht die Sache nicht einfacher. In den nächsten Wochen, Monaten werden wir wahrscheinlich da auch allein durch dieses Stocken schon das bemerken, dass die Verknappung noch weiter zunimmt. Denn dass jetzt ein Schiff quer liegt, es ist ja auch so, da kommen weitere Schiffe an. Und die Schiffe, da ist es nicht so, wer zuerst kommt, stellt sich hinten an und also ist dann dran und alle anderen stellen sich hinten an und die laufen auch auf der Reihe nach. Nein, es hat ein einfaches Prinzip, Größe zählt. So, und Größe macht extrem was aus bei der Befahrung von diesen Containerschiffen, weil die dort entstehen ja dann auch Wirbel im Wasser. Und jetzt müssen große Schiffe müssen ziemlichen Abstand haben. Da können dann zwischendrin mal ein paar kleine fahren. Aber das ist alles, das will, ja, wie soll man sagen, organisiert sein. So, und das Problem ist natürlich, die Reedereien zahlen natürlich auch Durchfahrtsgebühren. So, und das Ping ist nicht so, ich bestelle mir eine Durchfahrt und dann mache ich, sondern es zählt natürlich auch das, was die Jungs zahlen. So, und was, also da kann man sich jetzt an fünf Fingern ausrechnen, ne? Der Reeder, der zahlen kann, der darf dann auch mal ein bisschen eher ran. Also insofern werden wir da auch Probleme haben und sehen. So, und zum anderen heißt es dann auch immer, die Mikrochips sind gar nicht das eigentliche Problem bei der PS5, bei der Herstellung, sondern es ist ein spezielles Harz. Da haben sich im Moment so ziemlich alle Technikfirmen blockieren sich da gegenseitig, weil das Harz, dieses, wie nennt sich das gute Stück? Ich habe hier noch irgendwo einen Bericht offen. Da haben wir das schon. Ne? ABF-Substrat. Das wird eben in China hergestellt. Da sind wir schon hier in China. Ne? Es ist schon blöd, wenn man alles so global in Asien produziert. Ne? Es ist super. Ne? Nichts ist mehr im eigenen Land. Alles wird so ziemlich außen hergestellt, weil es ja, ne, Umweltschäden wollen wir nicht hier vor der Tür haben, das verlagern wir dann ins Ausland. Ja, jedenfalls dieses ABF-Substrat wird für Schaltkreise benötigt und im Moment ist da eine Knappheit und ja, die Nachfrage ist da auch erhöht, ne, und da wird es dann klein, bunt und komisch. Na, also die Ursache für den Engpass bei der PS5 und nicht nur bei der PS5. Das sind auch, davon sind alle elektronischen Geräte eigentlich betroffen. Und überhaupt mittlerweile sind das ja sogar Möbel teilweise. Also Waren halt. Alle Waren, die aus Asien im Endeffekt kommen oder auch
Rohstoffe aus Asien brauchen. Also alles das, was von Asien hierher transportiert, sorgt im Moment dafür, dass das weltweit überall irgendwie nicht so ganz hergestellt werden kann, wie gewollt. Ne, das ist, die Autozulieferer haben auch schon Schwierigkeiten. Also insofern kann man das nicht einfach nur so, und es ist Sony schuld. Nein, nein, so ist es eben nicht. Also Sony trägt keine alleinige Schuld dabei, sondern es sind ganz viele Umstände. Und der größte Umstand, den wir dabei haben, ist nach wie vor Corona. Ne, denn wie gesagt, eingangs gezeigt, die Grafik hier ziemlich deutlich. Ne, im Februar war das absolut tief. So, und bis es wieder angelaufen ist, hat es wirklich eine Weile gedauert, oder dauert ja immer noch. Ne? Und noch steigt diese Kurve, wenn auch langsam, aber sie steigt. Problematisch ist aber, wenn alles schon am Fahren ist, ist schon alles am Fahren. Also da geht nichts mehr. Ne? So, und es gibt eben dabei Probleme. Muss man halt so sehen. Ja, jetzt jedenfalls so viel dazu. Ne? Und wie gesagt, das Schiff im Suezkanal, das macht dann auch noch den Knoten dicker. Ne? Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Könnte ja ganz schnell sich ändern. Ja, aber es wird sich nichts dran ändern in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten, dass die PS5 per Lotterie verkauft wird. Ich glaube nicht, dass da die Händler ihr Gebaren langsam mal ändern und das einfach vorbestellbar machen. Denn es ist nicht gerade witzig, wenn eine Lieferung wird abverkauft, die wird zugesagt. So, und dann ist es das Problem. Beispielsweise, da wird zugesagt, es kommen 1000 Stück. So, und dann wird plötzlich währenddessen auch noch die Zahl reduziert. Das ist dummerweise so im Einkauf in der Tat. Also ich selbst habe als Einkäufer gearbeitet mal und war tätig für eine größere Firma, die jeder hier in Deutschland kennt. Und auch da war es so, es waren dann 20 Geräte angesagt und am Liefertag kommen da plötzlich nur 15. Wo sind die anderen 5? Ja, die sind noch unterwegs. So, und das ist hier eben auch der Fall. Also beim Einkauf und bei den Lieferungen, insbesondere wenn es um größere Stückzahlen und eben nicht um Billigprodukte geht, dann nehmen sich eben die Hersteller dieses einfach heraus. Ne? So habe ich es erlebt bei Rechnern von HP, dass da eben auch die Stückzahlen variierten. Na, man hat knapp 5000 neue Geräte bestellt und man kriegt dann erstmal einen Abschlag in 500er Schritten, wird einem gesagt. So, und am ersten Liefertag kommen 200. So, und wenn man dann natürlich kalkuliert hat, dann geht der Schuss natürlich nach hinten los. Also, wie gesagt, es gibt vielfältige Gründe dafür und man sollte nicht einfach den Grund dann auf was weiß ich, den Verkäufer schieben. Na, die Art des Verkaufs ist immer noch eine andere Sache, denn daran könnten die Jungs arbeiten und das sollten sie auch. Sie sollten Druck machen bei Sony, dass das so nicht geht und dass sie ihre eigene Art haben, das anzubieten. Aber die Art, wie es im Moment angeboten wird, tut mir leid, wenn ich einen ganzen Tag damit verschwende, so ungefähr klickend vor dem Bildschirm zu sitzen, dann ist das schon scheiße. Und wenn ich in einer Warteschlange, in einem virtuellen, also in einem Online-Shop, in einer Warteschlange stehe, tut mir leid, genau dafür ist das Internet eigentlich nicht vorgesehen gewesen, dass man in einer Warteschlange steht. Jedenfalls denke ich das so. Na, und da habe ich dann auch keine Lust mehr. Na, ich zum Beispiel denke auch schon seit geraumer Zeit darüber nach, mein Prime bei Amazon abzubestellen, weil Amazon kriegt es zum einen nicht auf die Reihe, überhaupt über Sachen, die man dann so gesagt in seine Einkaufsliste gestellt hat und gesagt hat, bitte benachrichtigen. Da kriegt man keine Benachrichtigung mehr. Mittlerweile ist der Button für die Benachrichtigung spurlos verschwunden, jedenfalls bei der PS5. Und auch bei anderen Technikprodukten
Gegenständen ist das nicht mehr, dass man benachrichtigt werden kann. Ob das jetzt für andere Sachen gilt, weiß ich nicht. Aber die Sachen, die ich mir so gesagt auf Benachrichtigung gesetzt habe, da gibt es keinen Button mehr. Ist spurlos verschwunden. So, und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich, also ich nehme es einfach mal an, dass sich viele Leute darüber beschwert haben und es funktionierte plötzlich nicht mehr. Ja, jedenfalls, wir müssen einfach mal sehen, wie sich das Ganze auswächst bei unseren Freunden von Sony, bei den Händlern, bei den Lieferanten und was da noch sonst so zwischensteckt. Und ich drücke jedem also ganz fest die Daumen, dass ihr alle eine kriegt. Ne? Ich bin da wirklich, wirklich frei von Neid. Polizei, nanu, nö, alles weg. Gut. Ich bin da frei von Neid. Jeder, der eine hat, super. Ne? So, und selbst bei Scalpern, ich kann es ja verstehen. Also jeder will irgendwie heutzutage Geld verdienen. Ne? So, und es macht mich auch nicht gerade fröhlich, ne, dass da irgendwie solche Typen dazwischen stehen, zwischen mir und der PS5. Ho. Na, aber wen macht es schon glücklich? Wir müssen damit nicht zufrieden sein, wir müssen damit nicht leben müssen. Also man kann da schon drüber meckern. So, und ich finde es auch gut, also wenn alle Leute so nach dem Motto sagen, nö, der Preis, nun reicht's. Na, denn wie gesagt, gibt ja immer die Möglichkeit, manch einer kauft ja alles auf Chris, also auf Kredit. Ist nicht meins. Kann man natürlich machen bei der PS5 und dann kann man natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr bezahlen. Aber wenn ich schon Kredit dafür bezahle, dann ist das in der Regel ja schon mehr, als ich eigentlich jetzt bezahlen würde. Und ich sehe es immer so, mein Geld kann noch anders. Man muss dazu sagen, ich verdiene eben auch Geld mit Geldanlagen. Und da ist mir jeder Pfennig, den ich für ein Produkt bezahle, ist mir eigentlich dann zu schade, weil das Geld verdient Geld. Na, dann muss das nicht noch Geld kosten. Deswegen ist auf Kredit kaufen nicht unbedingt meins. Aber jedem das seine. Und wenn eben jemand das für sich auserkoren hat, das möchte er so machen, kann ich es durchaus verstehen. Na, auch da bin ich entspannt, weil jeder ist seines Glückes Schmied, so nach dem Motto. Und was der eine möchte, möchte der andere nicht. Jeder hat da andere Empfänglichkeiten. Na, nur immer diese Hasstiraden, die man so im Internet liest. Wenn jemand eine bekommen hat oder auch noch eine zweite, ne, dann fangen gleich irgendwelche Hasskommentare an zu wachsen. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Ihr kennt die ganzen Hintergründe nicht, warum einer, sagen wir mal, zwei hat. Na, vielleicht gibt er das ja günstig weiter an seine Freunde oder sonstiges. Weiß man ja nicht. Und man muss es auch nicht wissen. Na, so, und wenn einer zwei kauft, bitte, hat schon Grund. Na, soll er. Soll er. Ich würde auch ganz gerne eine haben, aber habe sie immer noch nicht. Ne? Ich warte, beharrlich warten. Ne? Es gibt noch Wichtigeres im Leben. Ne? Im Moment ist sowieso Corona-Time, da warten wir doch viel. Ne? Ich würde mich freuen darüber, wenn sie auch mal kommt. Ja, Freunde, das war es erstmal für heute, so gesagt. Ich lasse wieder was Neues da, falls was Neues kommt. Aber wie gesagt, wir behalten jetzt alle mal das Containerschiff. 200.000 Bruttoregistertonnen. Das ist schon eine Hausnummer. Ne? Wenn man bedenkt, also wenn man vor so einem 5.000-Tonnen-Schiff steht, dann denkt man schon immer, das ist groß. Also, aber das ist dann Kymo, ne? Küstenmotorschiff. Und da denkt man auch schon immer, das ist groß. Aber wenn man dann so einen Riesen sieht, das ist schon eine Hausnummer. Und der da jetzt aufgelaufen ist, das ist eins mit der größten Containerschiffe der Welt. Das ist dann auch schon, ja. Aber na, gucken wir mal. Vielleicht läuft es ja demnächst. Ja, das fürs Erste. Wir hören und sehen uns. 20 Minuten eurer Zeit waren das mal wieder, die ich jetzt verschwendet habe. Entschuldigung. Ne? Aber vielleicht war es ja interessant für euch. Lasst was da. Gerne auch einen Kommentar oder sonstiges. Ich freue mich über alles, auch wenn es negativ ist.
Stellt euch das vor, ja. Wir hören und sehen uns. Bis die Tage.